Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht bloß ein paar Narben bleiben. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich denke nur an Peggy die ganze Zeit. Sie kennt immer noch nicht die ganze Wahrheit und ich weiß nicht, wie ich es so sagen soll. Es ist alles nur ein beschissener Albtraum. Hey, Digga. Morgen, Kaffee? Nee. Hey, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dir helfen kann oder sonst was, ich mach das, gell? Ich bin dein Freund, das weißt du ja, oder? Ich bin für dich da. Ich komm schon klar. Hey. Hi. Wir haben euch Frühstück mitgebracht. Danke. Wie geht's dir? Sie schlecht geschlafen, aber sonst ist ganz okay. Steht das, dass wir noch zu Peggy können heute? Ja. Wie hat sie es denn aufgenommen? Dass ihr Gesicht womöglich für immer entstellt ist. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass sie das Kind verloren hat, unser Kind. Ich konnte es nicht. Ich konnte nicht sagen, wie es um sie wirklich steht. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte es machen sollen, aber ich... Ich verstehe das. Ich glaube, es ist besser, wenn du ihr das sagst und nicht irgendein Arzt. Der ist irgendwie unpersönlich machst. Ich weiß. Hey. Ich weiß, dass ich mit dir reden muss. Ich bin ganz ein Albtraum. Was? Wegen der Werkstatt. Mach dir mal keinen Kopf, ich schmeiß den Namen mit Danny. Das ist alles erledigt, okay? Ja. Kümmere dich jetzt mal um dich. Ich geh mich schnell frisch machen. Mhm. Ja. Ja, am liebsten würde ich jetzt zu Peggy gehen und dir sagen, dass alles wieder gut wird, aber. Das wird's nicht. Ich kann sie aber nicht weiter anlügen. Es geht nicht. Das muss halt sein wegen der Infektionsgefahr. Aha, alles ja. Gut. Der Arzt hat auch mal mit mir gesprochen und hat gesagt, wie wichtig das ist, dass Peggy jetzt wirklich alles erfährt. Und ich werde es ihr auch heute sagen. Aber wenn der Besuch vorbei ist, wenn ihr gegangen seid, dann mache ich das allein, ja? Klar. Okay, ich mal gucken, ob es hier soweit ist. Sie ist gar nicht im Zimmer. Das ist bestimmt wegen einer Untersuchung. Ja. Ich guck mal nach einem Arzt. Frag gerne mal nach. Schatz, wo warst du? Hey. Ich hab mir gleich Sorgen gemacht. Ich war ein bisschen laufen. Ach. Schön, euch zu sehen. Darfst du schon aufstehen? Der Arzt hat das Go gegeben, ja. Wäre es nicht besser, wenn du dich doch eher ausruhst und dich hinlegst? Ich wollte einfach nur ein bisschen laufen. So. Schickes Hemdchen. Dito, geht's euch gut? Es tut mir so leid. Das Schöne daran ist ja, dass Joe und ich halt wissen, dass wir noch Kinder bekommen können. Und vielleicht ist es gerade einfach nicht der richtige Zeitaugenblick. Jetzt nicht. Aber irgendwann wieder. Ich find's richtig schön, wie stark du das verarbeitest gerade oder bewältigst. Jetzt darfst du raus. Ja. Nur ein Stückchen auf. Ja, gerne. Komm. Hm? Wo wohnt ihr jetzt eigentlich? So. Wir sind bei Jannis und. Im Loft. Ja. Wow. Meine Peggy ist so stark, wie sie es mit dem Baby wegsteckt. Und sie wird es auch verkraften, wenn ich ihr die ganze Wahrheit sage. Tschüss. Gute Besserung, ja? Tschüss.
so müde, ey. Alles gut, Baby. Ich muss auch mit dir reden, Schatz. Ich merk schon, dass irgendwas ist. Was denn? Du bist die ganze Zeit schon so komisch. Baby, wenn es wegen dem Kind ist, das kriegen wir wieder hin. Doch, das kriegen wir wieder hin. Nein, es geht nicht um das Kind, es geht um deine Verletzung. Ja, das tut ein bisschen weh, aber das geht doch wieder weg. Pass auf, der Arzt hat gesagt, das sind Verbrennungen dritten Grades, die du im Gesicht hast. Ja, dann habe ich ein paar Du wirst halt nicht mehr so aussehen wie vorher. Und wir müssen davon ausgehen, dass es nicht bloß ein paar Narben bleiben. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Soll das heißen, ich bin entstellt, oder was? Ich fühle mich gerade so hilflos. Meine arme Peggy, ich... Schatz. Weiß nicht, was ich machen soll, und ich weiß auch nicht, wie ich ihr helfen kann. Schatz, sag mir bitte nicht, dass es die Wahrheit ist, bitte. Schatz. Schatz. Schatz, Mann. Schatz, ich werde alles dafür tun, dass du bald wieder die Alte bist. Wir werden dein Gesicht wieder hinbekommen, das werden wir wieder herstellen. Wir werden jeden Spezialisten der Welt abklappern. Jeden. Und egal, was es kostet, wie viel Zeit es in Anspruch nimmst, ich werde immer bei dir sein. Die ganze Zeit lang werde ich dich den Weg begleiten, aber du musst mir versprechen, du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir schaffen das zusammen, Schatz. Wir schaffen das zusammen. Hast du gehört? Ganz ehrlich, ich scheiße auf die Meinung von irgendwelchen verkackten Spezialisten. Was? Du hast selber gesagt, dass ich nie wieder so aussehen werde, wie ich mal ausgesehen habe. Liebling, das hat der Arzt hier aus dem Krankenhaus gesagt. Aber das ist kein Spezialist. Das ist kein plastischer Chirurg. Und Schatz, du weißt doch, es gibt momentan da draußen, da gibt es so viele Leute, es gibt keine Grenzen mehr. Wir können dein Gesicht wiederherstellen. Geh bitte. Geh einfach. Bitte, geh. Liebling. Du, geh. Ich will dir nur helfen. Geh bitte. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann gerade einfach nicht mehr. Bitte, geh einfach. Bitte. Sagen Sie bitte, er soll gehen. Ist alles in Ordnung hier? Gut. Dann würde ich jetzt ab hier mal übernehmen und ein Gespräch unter vier Augen mit Ihnen führen, wenn Sie das möchten. Herr Müller, können Sie draußen warten? Scheiße, Peggy ist ja völlig am Ende. Und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Ich meine, ich weiß doch selber nicht, was hier gerade alles passiert. Aber das Wichtigste ist doch, dass Peggy nicht aufgibt. Aber wie schaffe ich das? Hast du mit Peggy geredet? Ja, habe ich. Und? Schlimm. Ich dachte im ersten Moment, sie nimmt es eigentlich gut auf, aber nee, das war... Die Reaktion war dann katastrophal. Sie hat mich weggeschickt, sie wollte mich nicht mehr sehen und hat überhaupt nicht auf mich reagiert. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf, wir kriegen das alles hin. Wir suchen alle Spezialisten der Welt auf, egal was es kostet und wie lange es dauert. Aber sie hat völlig abgeschaltet, hat mich nicht mehr an sich rangelassen und wollte einfach nur, dass ich gehe. Ich kann Peggy auch irgendwie verstehen. Ich meine, wenn man die ganze Zeit sagt, ja, in der Zukunft, wir suchen Chirurgen, wir machen dies, das, es geht ja um jetzt, weißt du? Sie braucht jemanden jetzt. Ich meine, vielleicht war ich ein bisschen zu forsch. Vielleicht hätte ich ihr wirklich kurz Zeit geben sollen. Ich habe sie ja gleich damit überfallen. Wie ist es denn für dich? Also, hättest du ein Problem damit, dass sie nicht mehr so aussieht? Boah, natürlich nicht. Ich liebe Peggy über alles. Und es ist, ich will einfach nur, dass sie glücklich ist. Mehr will ich nicht. Ja gut, dann, Joe, dann geh zu Peggy und sag ihr das.
Egal, was die Ärzte jetzt sagen. Ich muss einfach wissen, wie es unter dem Verband aussieht. Wie ich aussehe. Ich ertrage es einfach nicht, mir unnötig Hoffnung zu machen. Ich will jetzt einfach die Wahrheit wissen. Joe, geh bitte. Liebling, soll ich einen Arzt rufen? Geh. Nee, ich will natürlich nicht gehen. Liebling, hey. Joe, geh. Ist der Verband jetzt an? Im Gesicht hat der Arzt... Joe, geh bitte einfach. Schatz, nein, was ist denn los mit dir? Nein, ich gehe natürlich nicht. Warum soll ich denn gehen? Ich will nicht, dass du mich so siehst. Schatz, egal wie du jetzt aussiehst oder ob du dich schämst, ich bleibe hier. Ich bleibe die ganze Zeit hier. Davon hält mich auch nichts ab. Bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich sicher. Du bist meine Frau. Ich bin entstellt. Ich werde niemals wieder so aussehen, wie ich vorher ausgesehen habe. Schatz, nicht. Hey, Baby, ich liebe dich. Hast du gehört? Du kannst mich so nicht lieben. Doch, es geht doch. Nicht ein. Ich bin mit dir verheiratet. Ich habe dir was geschworen, dass ich in guten wie in schlechten Zeiten bei dir bin und zu dir stehe. Und das meine ich auch so. Ich habe mich nicht nur für dich als Frau entschieden, weil du wunderschön bist, weil du meine Traumfrau bist, sondern weil ich dich als Mensch liebe. Das ist nicht schön. Doch, du bist das, was ich immer wollte, mein Schatz. Und du bist das, was ich will. Egal, wie du aussiehst, egal, was passiert, ich bleibe bei dir. Du wirst mich auch nicht los, Schatz. Schatz. Hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Peggy, wir schaffen das. Wir haben schon so viel zusammen durchgestanden, da werden wir das auch hinkriegen. Ganz sicher. Meine, guck mal, sie versucht sich, sie reicht sich wirklich zusammen und... Okay, nein, Basti, jetzt hör mal auf, jetzt... Scheiße, es reicht. Soll ich dir mal was erzählen über deine ach so tolle Kim? Wir müssen davon ausgehen, dass es nicht bloß ein paar Narben bleiben. Thank you.